Faszinierende an der Zeit ist einfach, dass man sich mit den einfachsten Mitteln schnell zu helfen weiß. Und halt, dass man in der Zeit, die man dann im Museum ist, halt auch kein Handy dabei hat, dass man mal völlig abschalten kann. Normus er et EU-Interreg-projekt om samarbejde mellem nordtyske og danske museer og kulturinstitutioner. Tyskland og Danmark har jo mange forbindelser. Vi har jo historiske bånd, der går meget, meget langt tilbage. Og så har vi jo kulturelle bånd også i dag. Samhandel, gode naboer. Vi har selvfølgelig også nogle lidt mindre heldige sider af historien, som vi også har haft sammen. Så der er masser af forbindelser. Vi ligger lige op ad hinanden. Vi er naboer, så vores historie er naturligt flettet sammen, og det har den jo været i årtusinder faktisk. Jamen, Museum Vestjylland og Aalborg Valgmuseum arbejder jo sammen i arbejdspakke 6, som handler om frivillige og museumsarbejde. Das Besondere am Wallmuseum sind, glaube ich, die ganzen Ehrenamtler, die es beleben und mit Leben füllen. Das ist ein Museum zum Anfassen, zum Fragen, zum Mitmachen. Wir haben Freiwillige von Oldenburg auf dem Festival hier in Ringsted. Das ist eigentlich die andere Gang, die mit und laufen einige Events und mit, um zu sehen, wie wir Dinge hier machen. Auch ich finde es spannend, einfach mal eine andere Zeitstellung anzugucken und zu gucken, wie die dänischen Kollegen arbeiten. Ich finde es bis jetzt sehr interessant. Macht richtig Spaß, mal rumzugehen und ganz andere Ansätze zu sehen. Also mein Eindruck ist, es sind beides wirklich große Veranstaltungen, wo einfach viel Herzblut drin hängt, viel Engagement, viel Freiwilligenarbeit, dass sich beide Seiten wirklich richtig Mühe geben, einfach ein schönes Erlebnis für die Besucher zu kreieren. Und wir haben Folk vom Museum Vestjylland, Freiwillige und Personale in Oldenburg, på Aalborg Valgmuseum, og deltage i noget arbejde der, sammen med de frivillige der. Samarbejdet mellem Museum Vestjylland og Oldenburg og Valgmuseum fører simpelthen til ikke bare, at vi får erfaringsudveksling, men også til venskaber og hyggelige aftener med frivillige og lønnede kolleger på tværs af grænsen. Så vi har haft rigtig god gavn af hinanden, de to museer imellem. Og det er også mit indtryk, at personalet har haft glæde af at lære hinanden at kende, og de frivillige egentlig også. Highlights sind die Tage an sich selbst, durch die Leute, die kommen, durch die Gemeinschaften, die da entstehen. Das ist das Faszinierende. Man kann sehr viele Fragen stellen, die werden eigentlich immer beantwortet von unseren Darstellern, die da sind. Also wenn ich sehe, wie begeistert die Besucher und gerade auch mit Familien, mit kleinen Kindern da aus dem Museum rausgehen, die nehmen schon was mit. Also da bin ich mir schon sicher, da bleibt was hängen. Ist auf jeden Fall ein positives Erlebnis. Einfach mal was ganz anderes machen als das, was man so stumpf im Museum vorgelebt wird. Mal wirklich praktisch was machen. Mal mit Leder arbeiten oder mit Speckstein, mit Bernstein, was man zu Hause vielleicht gar nicht so kann. Det er vigtigt, at først og fremmest er det vigtigt, at børnene får vide, at det her er rigtigt. Det er sket i virkeligheden. Det er ikke fantasi. Det er ikke et eller andet monster, noget på et computerspil. Det er Danmarks historie. Min motivation for at arbejde med Nordhus-projektet er helt sikkert at blive klogere på, hvordan vi kan arbejde med frivillige, og hvordan vi kan organisere vores oplevelsesøkonomiske aktiviteter på tværs. Kan man schon vorstellen, dass es damals für die, die gelebt haben, nicht so toll war. Aber für uns heutzutage ist es einfach mal raus aus dem Alltag.